So, liebe Carrera-Freunde, ein herzliches Willkommen hier zum 11. Lauf unseres Carrera Mercedes SLS Cups. Und wir sehen hier Markus mit dem SLS der Firma Flyshoot. Und dann mit der Startnummer 2 wurde hier Peter von Cockpit XP in dieses Fahrerfeld gelost. Hinzu kommt dann jetzt noch der Andreas mit dem Hamburg Delmar. Startnummer 4 ist hier Axel in diesem Lauf, der sich auch die Pole Position geholt hat. Und mit dem silbernen SLS der Firma Prüfer und Herting geht Christian hier gleich von Position 2 aus ins Rennen. Der dritte Startplatz hier, den hat sich der Peter gesichert. Dann kommt Markus auf 4 und auf 5 kommt Andreas. So, und die Startsequenz, die wird hier auch gleich eingeleitet von der Rennleitung. Und wir dürfen mal gespannt sein, wie sich dieses Rennen hier entwickelt. Und da vorne gleich der erste Crash in den Reifenstapel, gleich die erste Kurve. Und es hat da den Christian rausgehauen, dann noch den Markus auch noch. Und Peter wurde hier auch noch mit rausgedrängt. Also das Rennen fängt gleich super gut an hier für Axel Woltmann. Das heißt, die anderen Fahrer müssen jetzt sehen, dass sie jetzt hier wieder aufholen. Der Hamburg Delmar liegt auch noch gut im Rennen. Christian jetzt wieder auf Position 2, versucht jetzt hier an Axel heranzukommen. Aber dem konnte natürlich jetzt nichts Besseres passieren, als dass er jetzt genug Abstand hat zu seinen Verfolgern. Denn so kann er optimal taktieren. Kann jetzt versuchen sogar, ja, hinten, ich sag mal so, den Markus anzugreifen. Wir sehen es, Axel Woltmann wesentlich schneller unterwegs. Und Christian kommt nicht so richtig ran, kann seine Rundenzeiten hier bis jetzt noch nicht verbessern. Also Axel baut hier seinen Vorsprung weiter aus. Und auch Peter hat hier arge Probleme, hier dem Renntempo zu folgen. So, und jetzt kommt schon der erste zum Tanken rein. Das ist Andreas mit dem Hamburg Delmar, der im Moment noch auf Platz 4 gelegen ist. Jetzt fährt er wieder raus, hat voll getankt. Hat natürlich für ihn den Vorteil, dass er sich jetzt keine Gedanken mehr machen muss, wenn gleich alle Tankplätze belegt sein sollten. Und hier der SLS der Firma Flyshoot, gefahren von Markus. Hier Probleme beim Einfahrt in die Boxengasse. Kommt hier vorne nicht gleich zum Stehen. Tankvorgang ist nicht gestartet. So, und jetzt auf dem ersten Tankplatz hier vorne Christian, dann Axel auf dem zweiten. Das hat Axel natürlich ganz geschickt gemacht. Und da vorne kommt es zu einem Crash. Da müsste der Hamburg Delmar dann den Markus rausgeschossen haben. Ich bin mal gespannt. Jawohl, Mike Lommatsch, der hier die Rennleitung übernommen hat, verhängt auch schon gleich eine Strafe, wenn ich das jetzt richtig mitbekomme. Der zuständige Streckenposten für diese Sektion diskutiert noch kurz mit der Rennleitung. So, jetzt ist er vorbeigefahren hier. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wenn ich das richtig sehe, wird die Strafe hier wohl für den Markus verhängt. Oder wollte der jetzt reinfahren zum Tanken? Also Mike Lommatsch hat sich hier mit dem zuständigen Streckenposten nochmal kurz geschlossen. Die Strafe ist verhängt worden und Markus hat jetzt also 3 Runden Zeit, hier diese Strafe abzusitzen. Sollte es ihm nicht gelingen, dann bekommt er automatisch eine Runde abgezogen. Und hier schafft er es leider nicht, in die Strafbox ganz vorne reinzufahren. Das heißt, 2 Versuche hat er dann noch, jetzt hier seine Strafe abzusitzen. Und wir sehen vorne Axel Woltmann, gefolgt hier von Christian. Christian hat jetzt ein bisschen aufgeholt, aber man darf gespannt sein, wer hier jetzt noch demnächst reinfährt zum Tanken. Und das macht Christian jetzt hier, fährt hier auf Tankplatz 1. Andreas hier gleich auf Tankplatz 2. So, und jetzt müsste eigentlich auch der Axel bald reinfahren zum Tanken. Und das macht er auch jetzt. Fährt vorne auf den dritten Tankplatz, also alle 3 Tankplätze jetzt belegt. Sollten Markus oder Peter noch tanken müssen, müssen sie jetzt warten. Christian hat hier jetzt den ersten Tankplatz
freigemacht und auch Andreas ist wieder auf der Strecke. Lediglich Axel Woltmann vorne noch auf Tankplatz 3, hat aber jetzt auch 100% vollgetankt und das sollte dann auch reichen für den letzten Abschnitt hier in diesem 11. Lauf unseres SLS Cups. Und da gab es einen Abflug von Markus in den Reifenstapeln und hier vorne sehen wir jetzt Peter, der jetzt auf Tankplatz 1 erstmal reingefahren ist zum Tanken. Und wir sehen es, Axel Woltmann behält da vorne die Übersicht und auch die Führung. Also das sieht hier im Moment ganz klar danach aus, als wenn Axel Woltmann hier jetzt die 10 Punkte einfährt. Und auch Christian ist wieder vorbei an Peter, der sich jetzt natürlich hinten dran hängt, der natürlich auch weiß, Mensch, 7 Punkte wären jetzt hier noch ganz wichtig. Christian jetzt aber reingefahren, nochmal zum Tanken, wenn ich das richtig sehe. Also der braucht noch ein bisschen Sprit für ja, den letzten Lauf. Peter ist da natürlich jetzt vorbeigezogen und der kommt jetzt auch wieder rein zum Tanken. Nein, das ist hier vorne Markus, der tankt. Ein bisschen unglücklich, dass beide Fahrzeuge fast identisch aussehen, so aus der Ferne. Aber das wird sich bald ändern, denn Mike Plumbeck hat hier den SLS der Firma Plumbeck auch schon so gut wie fertig lackiert. Der wird bei den nächsten Läufen dann entsprechend am Start sein. So, vorne sehen wir Axel, jetzt hier Andreas, der ist aber regulär nicht Zweiter, sondern im Moment auf Platz 4. Und Peter Bösch holt ein bisschen auf, ist jetzt auf Position 2. Ich weiß gar nicht, ob der noch reinfahren muss zum Tanken. Könnte reichen, seine Spritmenge hier für die letzten Runde. Hier, Axel Woltmann, der fährt nochmal rein zum Tanken. Aber der hat genug Vorsprung. Da gab es einen kleinen Crash. Da hat Peter mal eben den Wagen hochgenommen von Markus. Ja, dem wurde jetzt leider eine Runde abgezogen, denn er hat seine Strafe nicht ordnungsgemäß abgesessen. Und im Moment hat er aber ein anderes Problem und das heißt Christian, der sich jetzt an ihm vorbeischiebt und das auch macht auf der ungünstigeren Außenbahn. Und jetzt landet Christian da in der Bande, wird aber schnell wieder reingesetzt und kann somit wieder hier am Renngeschehen teilnehmen. So, und jetzt sehen wir hier vorne Peter nochmal am Tanken. Der fährt aber auch gleich wieder raus. Ja, und kann somit seine zweite Position verteidigen. Was macht Axel Woltmann jetzt? Der fährt jetzt rein. Ja, aber der hat die letzte Runde noch nicht abgefahren, Axel. Also das war wohl nichts. Der ist zu früh reingefahren. Der dachte, das Rennen wäre schon zu Ende. So, und jetzt die dicke Überraschung. Axel Woltmann wird hier durch seinen Fauxpas von Platz 1 auf Platz 3 durchgereicht. Der hatte nämlich so in dem Moment nicht mehr genug Sprit an Bord. Das heißt, Peter Bösch sichert sich hier, ja, nachdem er schon die ganze Zeit hoffnungslos auf Platz 3 war, noch den ersten Platz, holt sich hier souverän 10 Punkte. Der zweite Platz geht dann hier an Christian. Ja, dritter wird hier der etwas leicht fassungslose Axel Woltmann in diesem Lauf. Und der vierte Platz geht dann hier gleich an Andreas mit dem Hamburg Del Mar. Der fünfte Platz bleibt hier über für den Markus. Ja, und ich hoffe, dieses kleine Video hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns. Bis dann und bye bye.